Hallo und herzlich willkommen bei Gerne Gesund. Mein Name ist Steffen Kunert, ich bin Apotheker und Gesundheitsunternehmer aus Köln. Hat Salat tatsächlich viele Vitamine, wie es so oft geschrieben wird und wahrscheinlich eure Oma euch auch immer mitgeteilt hat? Salat, gerade der grüne Salat, besteht zu 90 bis 95% aus Wasser. Das heißt, der Rest sind Ballaststoffe und relativ wenig Vitamine und Mineralstoffe. Somit ist diese Aussage grundlegend falsch. Gerade der Salat, den wir in den Wintermonaten oder auch in den Herbstmonaten zu uns nehmen, der bevorzugt dann aus Gewächshäusern kommt, ist sehr stark nitratbelastet. Nitrat ist für unseren Körper selber zwar nicht gesundheitsschädlich, aber aus Nitrat kann Nitrit entstehen und aus Nitrit entstehen in unserem Körper gerne Nitrosamine, die als stark krebserregend gelten. Was den Salat jedoch durchaus gesund macht, ist sein Sättigungscharakter und natürlich das, was auf den Salat draufkommt, sprich die Tomaten, Zucchinis, Paprikas und so weiter. Achtet allerdings bei Salaten immer darauf, dass ihr möglichst frische Ware aus der Region bekommt, weil es auch Untersuchungen zum Beispiel an Tomaten gibt, dass der Vitamin-C-Gehalt nach der Ernte innerhalb der Lagerung und Transportwege von 3 Tagen schon auf 50 bis 70% abnimmt. Wenn euch dieses Videoformat gefallen hat, abonniert meinen Kanal, denn schon nächste Woche gehe ich dem nächsten Ernährungsirrtum auf den Grund. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt gesund.